Mein Projekt ist nun beendet. Es ist eine sehr blaue Sommervase geworden. Ich nenne es italienischer Schick oder Pop Art. Wenn du bunte Blumen einfügst oben, dann hast du definitiv Pop Art. Das sieht sicher ganz toll aus. Du kannst wirklich auch nur mit einer Flasche beginnen oder zwei. Ich würde jetzt nicht gleich mit fünf beginnen, weil es ist schon eine Riesenarbeit und dann kann es eventuell frustrierend sein. Was ich dir empfehle, ist am Schluss wirklich mit Sprühlack zu arbeiten und nicht mit Acrylfarbe. Da wirst du nicht fertig. Ich werde die auch nochmals ein bisschen überarbeiten. Es sind nicht alle Stellen perfekt bemalt. Aber ich finde, das ist mal eine Sommervase, die nicht jeder hat. Es sieht toll aus auf der Terrasse. Du kannst natürlich oben auch Kerzen einfügen und dann hast du einen tollen Kerzenständer. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für dich. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und mal schauen, wo die landet. Dann habe ich noch was zum Buch. Ich habe ja ein kleines Buch geschrieben. Da drin steht alles, was du über Pool wissen musst. Es hat Anleitungen, das Rezept natürlich und. Ganz viele Sachen. Das kannst du bei mir bestellen. Ich blende dir unten die E-Mail-Adresse ein. Dann kannst du mir da schreiben, deine Adresse zufügen und dann sende ich dir dieses Buch. Die liebe Monika hat versucht, mich zu erreichen und ihr Mann hat mich noch angerufen. Leider konnte ich nicht zurückrufen, da ich mein Handy gesperrt habe für Deutschland. Liebe Monika, bitte schreib mir nochmals an diese E-Mail-Adresse und dann schaffen wir das, dass auch dieses Buch zu dir kommt. Also es ist keine böse Absicht, einfach nochmals probieren. Wenn ihr grundsätzlich nichts hört von mir innerhalb einer Woche, dann kann es wirklich sein, dass das E-Mail aus irgendeinem Grund verschwunden ist. Dann schreibt mir bitte nochmals, ich beantworte jede E-Mail, einfach nochmals schreiben. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Muttertag, umarm deine Liebste, bleib kreativ, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss zusammen. Ich glaube, es hat nicht alles gesagt.